Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Farm Manager 2018. So, wir haben eine Kuh mehr, wir haben zwei Kühe mehr. Hat sich also gelohnt. Eventuell sollten wir immer nur dann drei haben oder so, damit, wenn die sich verdoppeln durch die Vermehrung. Jedenfalls, das Gras ist reif. Wir können das jetzt ernten mit Maschinen. Und dann müssen wir noch ein Mähwerk kaufen. Das ist ein hervorragendes Mähwerk. Das packen wir mal auf den Parkplatz und warten, bis es da ist. Sieht ein bisschen trostlos aus hier, ne? Hier könnten wir wirklich mal noch so ein paar kleine, schöne Sachen hinbauen. Aber wir müssen wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein. Und wir sind noch in der Beta-Version. Das ist noch nicht die Finale. Das heißt, zum Release wird es wahrscheinlich ein Goldpatch geben. Deswegen wird diese Staffel nicht allzu lang werden, weil ich nicht weiß, ob dann nach dem Release wir unseren Spielstand weiter benutzen können. So. Grasmähen, los geht's. Und das sind schöne Bilder. Schöne, schöne Bilder. Das Spiel sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und hier geht es ja jetzt nicht drum, sagen wir mal, dass es dann so aussieht wie in Cattle and Crops oder so. Sondern hier geht es ja hauptsächlich darum, dass wir unseren Betrieb managen. Und dazu haben wir jetzt hier den Kollegen mit dem kleinen Heckmähwerk eingestellt. Also das wäre wirklich eine Sache, wo ich jetzt noch sagen würde, zum Release, wie gesagt, das ist ja noch die Vorschauversion, zum Release wäre es halt cool, wenn wir da noch ein paar Geräte mehr bekommen könnten. Größere. Oder die man sich freischalten kann. Wir haben ja schon gesehen, es gibt so eine Art Karrieremodus. Ja, und dann brauchen wir gleich schon wieder die nächste Maschine, denn wir müssen das jetzt irgendwie einsammeln. Das hätte ja jetzt gar keinen Unfall gegeben. Denn wir brauchen jetzt eine Ballenpresse. Und das Schöne, was ich hier an dem Spiel sehr schön finde, ist, dass wir immer vom Spiel auch darauf hingewiesen werden, wenn irgendwas nicht passt. Okay. Ein Sammelrechen. Ich lass das jetzt mal so im Raum stehen. Und wir warten, bis er da ist und dann schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich ist mit Ballenpressen hier auch gemeint, ja, halt zusammen machen, ne? Schwaden. Und zwar in dem Fall nicht dummes Zeug, sondern... Na, wir schauen mal, was er macht. Da kommt wer angelaufen. Aber wir sehen auch durch diese ganzen Käufe, langsam aber sicher geht die Welt zugrunde hier. Und hier sehen wir, er macht im Moment irgendwie keine Schwaden. Wie gesagt, ist noch nicht die finale Version. Ich sag's nochmal, weil kann man nicht oft genug sagen. Es kommt trotzdem nämlich immer noch in den Kommentaren vor, dass jemand dann schreibt, nö, fehlt ja dies, das, jenes. Man sollte eigentlich meinen, huch. Dass es dann irgendwann klar ist, ist es aber nicht. So, dann haben wir hier noch einen wunderbaren... im Spiel keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen schon wieder irgendwo einen Parkplatz hinbauen. Das ist echt nervig. Und wir haben ja auch nicht eine einzige Verarbeitungsanlage irgendwo hingestellt, ne? Weil dann besteht unser halber Hof wirklich aus irgendwie in der Gegend rumstehenden Maschinenteilen. Ich glaube, die Imkerhütten, die können wir irgendwie so hinstellen, dass da kein Weg dran ist, oder? Oder hier eine hinter einen, müssen wir mal gucken. Aber dieser ganze Hassel ist ja auch vorbei, sobald wir alle Maschinen einmal haben. Kann man mitleben. So. Aber wie gesagt, die Schwarz sieht man nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann zum Release noch reinkommt und angezeigt wird. 24.07. Wir müssen die Milch verkaufen, weil die sonst schlecht wird. Wir fügen mal hier die Kuhmilch hinzu. Oder keine Ahnung, was mit der dann wird. So. Da kann der Herr Offenbach schon mal loslegen und wir verkaufen derzeit, wo er das macht,
Apfelbaum. Kuhmilch. Oh! Was ist denn hier los? Hallo? Was passiert? Die Krähen gehen hier. Was? Was ist denn los hier? Ah, hier. Vertreibe die Vögel, die dein Feld zerstören. Und wie mache ich das? Wie mache ich denn das? Ich kann das Feld auch gar nicht anwählen. Muss ich da eine Vogelscheuche hinstellen oder was? Actionsequenz! So, warte mal. Baum, Brunnen, Gewächshaus, Vogelscheuche. Das funktioniert ja hervorragend. Wenn du sie auf einem Feld ausstellst, wird sie die Vögel, die ab und zu deine Felder zerstören, verschrecken. Hab ich ja. Aber die Vögel gehen nicht weg. Und jetzt? Dass auf dem Feld nichts drauf ist. So, Gras ist gemäht. Beziehungsweise der hat jetzt hier abgeladen. Und damit können wir jetzt auch die Tiere füttern. Gärfutter und Häckselgut ist nicht mehr da. Das heißt, müssen wir mal eben neu kaufen. Sonst, die Vögel sind weggeflogen oder was? Na gut. Nehmen wir mal Häcksel, nehmen wir mal 1000. Gärfutter nehmen wir 500. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Hier müssen wir eventuell mal Was ist denn da der Unterschied? Ah, das geht. Achso, das eine ist für den Apfelhof und das andere ist so, okay. Dann müssen wir eventuell mal eine Besprenkelungseinrichtung kaufen. Und hier ist gerade Sommer, das heißt, ohnehin scheint es so zu sein, dass wir da häufiger jetzt mal ran müssen. So, da kommt das fehlende Futter, das heißt, die sind gleich wieder glücklich. Es muss natürlich noch der Typ vorbeikommen. Haben wir noch einen Pilzbefall bei unserem Gras. Das heißt, eine Spritze brauchen wir auch noch. Und was bedeutet das? Naja, wir haben gleich schon wieder das Feld voll, ne? Also wir haben dieses Feld gleich schon wieder mit Maschinen voll. So, das heißt, hier brauchen wir Fungizide. Wir könnten eigentlich auch mehr kaufen, das mal auf Lager legen, aber das wäre ja mitdenken. So, Fungizide. Und dann brauchen wir hier noch eine Spritze, eine Feldspritze. 20.000 kostet die. Und das war es dann auch schon wieder mit unserem Geld. Ja, und jetzt müssen wir mit den Maschinen, die wir haben, haushalten. Und aufpassen, dass hier alles optimal läuft. Hier haben wir noch 46 Tage.
Bodenqualität scheint auch noch in Ordnung zu sein. Feldspritz ist gekommen. Los geht's. Let go. Trigger fällt auch schon aufeinander. So, die Frage ist, was kann man... Können wir nicht im Herbst Lupinen sehen? Dann ist das nicht ein Winterzeug, was im Winter geht? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall können wir gut Sachen verkaufen. Wir können auch gleich mal ein paar Kühe verkaufen. Weil vergrößern können wir den ja nicht, den Stall. Und ein 6er-Stall ist echt ein bisschen arg klein. So dass wir bei der nächsten Besamung dann wieder verdoppeln können. Aber ihr seht, wenn eine Kuh mal krank wird, einmalig oder so, ist das ja auch blöd. Wir schauen mal jetzt wegen... Apfelbäume? Naja, Lupine ist, glaube ich, eine Zwischenfrucht. Bin mir aber nicht sicher. Sollte dem so sein. Haben wir also richtig gemacht, sollte nicht so sein. Finden wir auch mal gemeinsam heraus, was dann passiert, wenn man die falschen Sachen hier nimmt. Zur falschen Jahreszeit und so. So, dann mal los. Hä? Ah, das war der falsche LKW. Okay, das eine war wahrscheinlich der Milch-LKW, die Milch abgeholt hat. Nein. So. Mhm. Lupinen, jetzt haben wir's. Da bin ich mal gespannt. Ist er da nochmal die Samen gebracht? Können wir zum Beispiel jetzt um die Vogelscheuchen herumfahren und so weiter und so weiter? Das sind ja so Fragen, die sich mir dann stellen. 37 Tage hier noch, das Gras in 14 Tagen wieder. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall ganz gut verkauft. Und hier haben wir jetzt schon wieder Pilzbefall. Ja, und wir können im frühen Herbst, Ende Spätsommer Lupinen offenbar ansehen. Also das Spiel verändert das nicht. Die Frage ist, wird da auch was raus? Müssen wir da die, ist ja so eine Art auch Fruchtfolgeneinhaltung, dass wir die Felder immer so ein bisschen rotieren, damit der Boden auch gut bleibt. Und dann müssen wir gleich, sobald der fertig ist, müssen wir den wieder spritzen schicken. Ansonsten kriegen wir halt weniger Ernte raus, nehme ich an. Na? So, also von dem Spritzmittel brauchen wir wirklich nicht viel. Ich überlege, ob wir das nicht irgendwie dauerhaft im Lager halten, dass wir es nicht immer erst bestellen müssen. Das ist ja wirklich sehr nervig, oder? Sollen wir das mal machen? Keine Ahnung. Ja, aber kurz vor der Ernte hier sozusagen. Müsste auch mal wieder gegossen werden hier. Da ist ja die Frage, wie kriegt man das generell hin, ne? Also kann man dann später zum Beispiel so eine Sprenkelanlage dahin bauen oder so? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ich glaube, so langsam aber sicher, weil die Maschinen so langsam sind, dass wir vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Trecker und Angestellten dann mehr brauchen. Ernte Roggen, Ernte Firma Weizen, okay. Zu niedrige Luftfeuchtigkeit, gegen Schimmel bespritzt. Und dann können wir hier gleich ernten. Also ist wahrscheinlich da wirklich ein Trecker so ein bisschen wenig.
Aber was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum bei der Milch, die ich jetzt nicht mehr verkaufen kann, die ist wahrscheinlich wirklich schlecht geworden, ne? Kann das sein? Kann das wirklich sein, dass die Milch da bis zum 8.9. können wir die... So, mal gucken hier. Achter, neunter, 40 Liter. Aber wir könnten da ja so eine automatische Verkauf machen, ne? Ging das nicht? Verkaufen? Milch? Autohandel. Milch. Immer alles. Wir schauen mal. So, da haben wir noch 18 Tage, da wären wir vielleicht noch rechtzeitig fertig. Jetzt müssen wir erst hier wieder... Genau, da wollten wir auch mal... Halt, stopp. Jetzt gehen wir mal auf den Markt. Dann kaufen wir mal die Mittel gegen Pilze. 100. Mittel gegen Insekten. 100. Mittel gegen Unkraut. So. Damit wir da nicht mehr hinterherlaufen müssen. So, hat er jetzt die Milch automatisch verkauft? Nee, 113 sind noch da. Steht aber auf unendlichem Autohandel. Da kommt schon wieder ein LKW. Also irgendwas machen die LKWs da aber, ne? Hm. Na gut, so, hier müssen wir mal wieder spritzen. Gegen Pilze. Los geht's. Ja, das war's von dieser Folge. Ich lasse mal eben fertig spritzen und guck mal, was mit der Milch passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier aus dem Farm Manager 2018. Erscheint am 8. April, am 6. April. Dies ist eine Vorschauversion und ja, gibt dann vielleicht noch zum Release einen Patch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.